So, und jetzt haben wir noch was Interessantes aus Hollywood. Denn ja, die Stars und Sternchen, die sind beim Thema Körperhygiene gespalten. Nämlich in die Gruppe, die sich täglich duschen und die, die es bewusst nicht tun. Und das vermeintlich aus gesundheitlichen Gründen. Welches Promi-Pärchen also den Anti-Dusch-Trend ausgelöst hat und welche Stars sich vehement dagegen positionieren, das hat Vivien Krüger zusammengefasst. Duschst du noch oder stinkst du schon? Das ist die Frage, die sich Hollywood stellt, seitdem das sonst so glamouröse Promi-Pärchen Mila Kunis und Ashton Kutcher ein überraschendes Geständnis gemacht haben. Ich wasche mir täglich die Achseln und den Schritt und sonst nichts. Täglich duschen, völlig überflüssig, sagt auch seine Frau. Als Kind hatte ich kein warmes Wasser, also habe ich sowieso nicht oft geduscht. Bis heute würde Kunis sich nicht täglich von Kopf bis Fuß waschen, nur in der Bikini-Zone. In sozialen Medien wird das heiß diskutiert. Etwas anrüchig findet Schauspieler Dwayne The Rock Johnson. Ich bin das Gegenteil der Promis, die sich nicht waschen. Ich dusche kalt, wenn ich aufstehe, warm nach dem Sport und heiß, wenn ich nach Hause komme. Auch Rapperin Cardi B kann die Aufregung nicht verstehen. Was ist nur los mit den Leuten, die sagen, dass sie nicht duschen? Mich juckt es schon. Schauspieler Brad Pitt dagegen soll einen ganz eigenen Trick haben. Angeblich benutzt er einfach ein Feuchttuch, wenn mal keine Zeit zum Duschen ist, plaudert ein Kollege aus. Auch in Deutschland sehen viele den Anti-Dusch-Trend kritisch. Hygiene ist wichtig. Also wenn ich den ganzen Tag arbeite, freue ich mich einfach, wenn ich nach Hause komme, auf die Dusche. Also mitmachen würde ich auf jeden Fall nicht. Nee. Also, unangenehmer Geruch. Ja, ich weiß auch nicht. Also wie kommt man darauf? Was soll das bringen? Es ist vielleicht gut für die Haut, aber einmal duschen am Tag ist, glaube ich, schon angebracht. Dabei ist Vorsicht beim Duschen gar nicht so verkehrt, weil das viele Wasser die Haut tatsächlich beanspruchen kann. Wenn jemand hautgesund ist, spricht sicherlich nichts dagegen, auch täglich zu duschen. Was man aber nicht machen sollte, ist mehrfach täglich oder zu lange zu duschen oder zu heiß zu duschen, weil all dies die Haut entfettet und dadurch ist die Hautbarriere eingeschränkt und dadurch kann sich die Haut insgesamt nicht mehr gut schützen. Zumindest die Umwelt wird es Kunis und Kutscher danken.